So, damit willkommen zurück zu einer extra Folge StarCraft 2 Wings of Liberty. Wir sind hier direkt vor der ersten Mission in Haven. Bevor ich da jetzt allerdings mich der Mission widme, werde ich ein paar Kleinigkeiten noch fertig machen, denn wir haben Credits und diese Credits können wir kurz nutzen. Es hat zwar letztlich keinerlei Einfluss auf das, was später noch kommen mag, aber vielleicht können wir die ja in der Mission brauchen. Und mir ist aufgefallen, ich könnte euch vielleicht sogar etwas zeigen, was ich sonst nicht hätte zeigen können. Nämlich, wir können hier noch auswählen, was wir haben wollen an einem Forschungsprojekt. Aber welches Forschungsprojekt? Und ich werde diesmal den Predator nehmen und hier meine WBFs. Und nun gucken wir uns direkt die Mission an. Bin gespannt, was passiert. Starten. We're almost to Haven, but there's still been no contact from. Sir, there's a Protoss fleet holding in orbit. They're disrupting all communications to the surface, and it looks like they're powering up their main weapons. Jim, you have to stop this. Matt, open a channel to the Protoss. Let's see how diplomatic they're feeling. Entaro Tassadar, James Raynor. I am Executor Selendis. Your bravery and service to Ire are known to us. Entaro Tassadar, Selendis. Listen, with all due respect, your fleet needs to pull back. The people on Haven are no threat to you. Our observers detected Zerg hive spores infesting the colonists. They must be purified. If you wish to undertake this mission in our stead, we will permit it. Jim, some of my people are infested. But you can't let the Protoss just destroy them all. If you keep the Protoss at bay, I know I can find a cure for the infestation. The only cure for Zerg infestation is purification by fire. You know this to be true, James Raynor. I can cure them, Jim. Believe me. If you choose to resist us, we will meet in glorious combat. The choice is yours, James Raynor. So, da wir uns das letzte Mal für die gute Variante entschieden haben, nämlich die Kolonie zu beschützen, werden wir uns nun in dieser Alternativmission dementsprechend daran halten, die Kolonie zu säubern. Und das wird Dr. Hansen bestimmt nicht gefallen. I'm so sorry, Ariel. But the Executor's right. Believe me, they wouldn't have come all the way here if their data wasn't conclusive. Call off your fleet, Selendis. This is a Terran thing. I'll handle it myself. What? This isn't right. I thought you were a better man than this, Jim. Ariel, if there was a cure, you would have found it by now. The only thing we can do is put an end to this once and for all. I won't accept that. Every one of my people can be saved. I'm close to finding the cure, I know it! Honor to you, James Raynor. You were ever a true friend of the Protoss. Although this work is painful for you, many more lives will be saved by your actions this day. We've all laid it on the line for these folks more than once. But there's only one way we can help them now. We've got to save the ones we can, and kill the rest. I know it's terrible, but if we wipe out these infested settlements, we'll save the whole damn planet from being overrun. Ain't nothing a little fire won't cure. A lot of ground to cover, though. We ain't got enough troops to be everywhere at once. Don't worry about it. Swan's already got that covered. Yeah, I got you covered. Had to call in a few favors to get the schematics for these babies. You owe me big time, cowboy. Don't forget, these bad boys can switch between air and ground mode anytime you need them to. Those Vikings will make all the difference. But it looks like some of the infested colonists are turning already. And those structures are infesting more of them. Let's just get this done. Derzeitige Mission Havens Untergang. Und wie ich bereits vermutet habe, und was auch eigentlich recht offensichtlich war, Dr. Hansen ist nicht begeistert, dass wir jetzt alle ihre Leute auslöschen wollen. Nachvollziehbar?
Aber das ist ja jetzt hier nur ein Was-wäre-wenn. Sehen wir es so, es ist nur ein Was-wäre-wenn. Letztlich haben wir uns dafür entschieden, sie ja zu beschützen. Und hier stellen wir das mögliche Szenario dar. Das geschehen wäre, hätten wir uns für dieses entschieden. Was wir nicht getan haben, das zeigen wir jetzt nur. Gott, ist das kompliziert. War eigentlich nicht. Egal. Ich weiß gar nicht genau, was wir alles für Einheiten zur Verfügung haben. Ich schmeiß mich jetzt hier gerade einfach so in die Mission rein und ich weiß nicht, welchen Schwierigkeitsgrad ich ausgewählt habe. Oh oh. Infestation source detected. Sir, that virophage structure is spreading the Zerg virus to the colonists. We've got to destroy all the virophages. The more of them there are, the more infested we'll have to fight. Sir, I'm detecting some large Zerg flyers. They match the reported profiles for broodlords. Be careful. They're lethal against ground targets. And we'll hit them from the air. Where are my Vikings at? So, dann geht's auch schon los. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Stay sharp. I want anyone that leaves the ship wearing a suit. Last thing I need is more people getting infested. They infest Marines too, brother. My orders still stand. SCV ready. Shouldn't be a problem for you though, Tychus. Gut, ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt hier Vikings. Wir können da jetzt hinfliegen und das ganze Ding zerstören. Ich weiß allerdings nicht, ob das so gut klappt mit so wenig Einheiten. Ich schnappe mal kurz hier so ein. Und hier oben auch mal. Ich hoffe, das ist eine einigermaßen sinnvolle Idee. Ich vermute mal, dass wir recht bald angegriffen werden. Aber ich kann jetzt hier schlecht hinfliegen schon mit meinen wenigen Einheiten. Und das zieht ganz schön FPS. Eieiei. Nur dahin gucken ist ja schon schlimm. Wenigstens kriegen wir gleich schon mal ein bisschen Vespingas. Panzer können wir auch bauen, wie ich gesehen habe. Und wir haben natürlich auch den Predator. Ich werde den jetzt einfach mal nutzen, um ihn zumindest mal gezeigt zu haben. Ich weiß nicht, ob er was bringt, ob er was taugt, habe ich keine Ahnung. Werden wir dann gleich mal sehen. Ich glaube aber, dass ich bald meine Verteidigung fertig haben sollte. Wie sieht das eigentlich aus? Habe ich den Flammenturm? Ja, den habe ich auch. Dann werde ich den wahrscheinlich auch bauen. Muss jetzt aber am Anfang, glaube ich, erstmal ein paar Sekunden warten, bis unsere WBFs alle bereit sind. Es sind 4 Punkte, die verteidigen oder die wir auslöschen müssen. Wir haben keinerlei Zeitdruck, nur ein paar FPS-Drops. Also nichts Ungewöhnliches. Mehr WBFs. Vergesst, was ich gesagt habe. Keine WBFs. Wo kommen die jetzt her? Ich habe keine Ahnung. Habe ich eigentlich jetzt schon die Möglichkeit, mit mehreren WBFs gleichzeitig zu bauen? Ich glaube nicht. Werde es jetzt mal nicht austesten. Wobei, wenn du das fertig hast, brauchst du gleich noch so ein Teil. Mach den mal weg. Ich glaube, ich sollte da mindestens ein Medic hinstellen. Und Panzer zur Verteidigung wären garantiert auch nicht schlecht. Zumindest 2. Also einen an jeder Seite. Schadet bestimmt nicht. Denn hier oben sind die, glaube ich, irgendwann ziemlich lästig, wenn ich mir das so recht in Erinnerung habe. Bisher geht's ja noch. Medics kann ich nun leider gerade nicht bauen, weil ich habe dieses wunderschöne Upgrade nicht gemacht. Macht ja nichts. Das regeln wir schon. Ja, jetzt ist genau das passiert, was ich vermeiden wollte. Kann ich schon Leute ranrufen? Nein, kann ich nicht. Das ist schlecht. So. Panzer, du kommst ein bisschen spät. Hier 3 gibt man wieder runter. Die Vikings dürfen erstmal stehen bleiben. Aha. Schon besser. Ich habe das Gefühl, es dauert alles so extrem lange gerade. Werden wir ein paar mehr WBFs bauen. Mules können wir noch nicht anfordern. Nein, können wir nicht. Wir haben überhaupt keine Energie. Schade. Und dann werde ich gleich mal 3 Predators erstmal anfordern. Beziehungsweise, ihr geht mal dahin, du gehst mal dahin. Mehr WBFs. Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt, was daraus wird jetzt.
Gleich haben wir auch genug WBFs. Der eine Panzer macht das irgendwie schon ziemlich problemlos. Ich hoffe, das reicht tatsächlich. Ich überlege gerade, ob ich da Bunker hinbauen sollte, aber bisher sieht das ja nicht so aus, wenn ich das irgendwie müsste. Weise mal ein paar Tasten zu. So. So und so. Vikings hat ja gesagt, sollen wir bauen. Kann ich machen. Genug WBFs haben wir jetzt, ja. Und da ist also der Predator. Eine recht schnelle Einheit auf jeden Fall. Die angeblich 15 Schaden macht. Haben wir das Maschinendock schon? Nein. Komm mal her kurz. Maschinendock hier hin. Danach bitte zwei Armories. Irgendwie da und da. The infested are heading to a settlement in the south. Das ist schlecht. Ah, ich muss die alle zerstören. Das ist natürlich blöd. Okay, verstehe. Das habe ich schon wieder... Dass ich da nicht aufpasse, ist echt schlimm. Wirklich. Oh oh. Ihr kriegt das hin, oder? Ich bin überzeugt, ihr kriegt das hin. Wenn ihr mal den gleichen angreifen würdet, wäre es überhaupt kein Problem. Verdammt. Ihr baut noch Vikings, das ist gut. Die stellen wir mal hier unten hin. Panzer baue ich gerade nicht. Sollte... Ich baue jetzt einfach hier so zwei Medics. Ein paar Marines. Ich hasse sowas. Leute, sperrt euch nicht dahinter selber ein. Danke. So. Meine Güte, müsst ihr euch immer dahinter einsperren? Alle. So. Besser. Viel besser. Ich möchte die Vikings gerne in der Luft haben, da bringen sie mir gefühlt zumindest ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon... Komm, wir schicken den jetzt schon mal los. Vielleicht kriegen wir hier... Okay. Er ist nicht schlecht gefühlt, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Wofür brauche ich einen Predator, wenn ich zwei Marines habe, sage ich mal so. Bin ich jetzt nicht so überzeugt von. Wollen wir noch ein paar Goliaths bauen? Zur Verteidigung? Bestimmt. Bauen wir ein paar Goliaths. Dass ich nur eine Einheit bauen kann, ist total verwirrend für mich. Hier. Schiffswaffen. Das Ding ist gleich fertig. Du arbeitest jetzt auch schon wunderbar. Insufficient Vespin Gas. Habe ich so wenig Vespin Gas? Das ist ja schlimm. You rang? Geh mal nach oben. The Zerg have fully infested a settlement, sir. But we still need to destroy the structure there to stop it from spreading further. Danke für diesen wunderbaren Hinweis. So, wir schnappen uns mal kurz die hier und schauen mal, was die da hinten zu sagen zu haben. Wahrscheinlich recht wenig. Vielleicht hören die FPS-Drops endlich auf. Das wäre ja wunderbar. Ich glaube, sobald wir eins zerstören, werden die nervig. Vermute ich einfach mal. Ich möchte jetzt gerade ungern hier landen. Aber ich vermute mal, da bleibt nichts anderes übrig. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Macht das Ding mal kaputt. Haben wir Ruhe. Ich glaube, ich verliere gleich den Predator. Ja, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Gut, dass wir jetzt hier ein paar Goliaths haben. Seid ihr hinten fertig mal? Ach nein. Gib mir mal kurz Panzer. Und Goliaths. Und die da. Ich stelle mich gerade wieder extra doof an.
Kommt ihr da raus? Ihr kommt da raus. Perfekt. Und jetzt stellt euch mal bitte kurz hier hin. Ach, da kommt so ein Viech einer. Das sollte ja nicht groß sowas begehen, dann hoffe ich mal. Wir stellen den mal nach vorne kurz. Und Feuer. Ich würde den gern behalten. Dankeschön. Komm, komm du mal hierher. Wir brauchen unten mehr Panzer, habe ich das Gefühl. Viel mehr Panzer. Und bevor ich das jetzt vergesse. So. Mir fehlt ständig Vespingas. Kann ich irgendwie Einheiten transportieren? Nee, ich könnte sie transportieren, wenn ich das... Ah, ich habe ja die Trailer-Taste gewählt. Verdammt, das ist natürlich ärgerlich. Mir fällt doch gerade mal so ein. WWF, komm du mal her. Ich meine, ich habe doch die Türme. Warum nutze ich die nicht? So. Das sollte funktionieren. Wobei, da sind keine Luftabwehrgeschichten mit dabei. Das ist schon wieder ein bisschen blöd. Panzer, stell du dich mal hier unten hin. Hab so das Gefühl, die werden da eher benötigt als da oben. Du reparierst natürlich jetzt erstmal die ganzen Fahrzeuge, war klar. Ich würde einfach nur, dass du die Gebäude erbaust. Das fände ich schön. Nicht gut. Vor allem da oben brauche ich auch mehr Panzer. Was machst du, wenn ich die Einheit jetzt wegziehe? Fängst du an, die Gebäude zu bauen? Warning. Class 5 Biosignature detected converging on the command center. Hold. Auch diese Biosignature hat, glaube ich, nichts zu sagen gegen ein paar Panzer. Er repariert echt erst alles. That settlement has been cleared of Zerg biosignatures. Well done, sir. Da möchte ich ehrlich gesagt eigentlich nicht hin. Und da kann ich noch nicht wirklich hin. Wobei, doch, da können wir hin. Das kriegen wir wohl verteidigt. Sollte ein paar Einheiten bauen. Das Spiel kommt mir so langsam vor. Haut mal ab. Wunderbar. Jetzt hauen wir das ganze Zeug hier mal kurz rum. I'm sorry, sir. But we've lost a second settlement to the Zerg. Oh oh. Ich sollte jetzt hier, glaube ich, verschwinden mit denen. Wenn ich mir das so angucke. Die sahen nämlich nicht mehr so aus, als waren die mir freundlich gestimmt. Gerade mit den Bandings wollte ich da ungern landen. Vikings sind ja echt die beste Methode zum Angreifen. Aber diese fühlen sich so langsam an. Ich habe so wenig Vespingas. Hier, mach du mal Schiffpanzerung. Ja. Wir kriegen die Vikings zumindest ein bisschen bessere Panzerung. Und ihr stellt euch mal da hinten hin und baut euch auf. Perfekt. So habe ich mir das gewünscht. Ich glaube, hier hinten kommt eh nichts durch. Upgrade ist fertig, habe ich gerade gehört. Welches denn? Welches denn? War schon das 2er Upgrade? Dann machen wir Bodenfahrzeuge. Ich frage mich, zählt... Geht mal runter. Ah, das zählt also für beides. Okay. Das ist, glaube ich, so mein geringstes Problem. Ich sehe gerade so ein anderes Problem. Ich glaube, ich habe gleich keine Reihe mehr. Ah, das ist natürlich böse. Das ist natürlich ungünstig. So. Das ist überhaupt kein Problem. Und das Viech wird auch gleich umkippen. Brauchen wir noch Panzer irgendwo? Kommt jetzt auch natürlich auch so ein Viech hier oben an, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Wir bauen nochmal zwei Panzer. Das Einzige, was mir fehlt, ist Luftabwehr. Das Vespingas ist alle? Das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Hier, kommt mal her, ihr drei. Stellt jetzt nämlich die Reparaturgruppe hier.
Was ist mit dir eigentlich? Warum stehst du nicht da oben rum? War hier noch irgendwo ein WWF? Eigentlich müsste ein WWF sein. Wo ist der? Keine Ahnung. Komm mal her. Wir bauen mal ein paar Luftabwehrtürme hier hin. Ich habe keine Lust auf Überraschung. Und vor allem da unten greifen die schon mal gerne mit Lufteinheiten an. Wieso werden keine Vikings gebaut? Weil ich kein Vespingas habe. Ihr seid wieder so ein bisschen verwirrt, habe ich so das Gefühl. Upgrade ist fertig. Eigentlich müsste ich jetzt das Upgrade in Auftrag geben. Hört mal auf mit dem Viking und spart mal kurz ein bisschen. Repariert ihr den Viking auch oder steht ihr da nur rum? Ah, danke schön. Nun besser, bei zwei scheint echt Schluss zu sein. Das ist blöd. Ich habe so viele Mineralien, also aber keinen Vespingas bald. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn ich mich um diese Dinge hier zuerst kümmere. Weil hier fehlt schon die komplette Luftabwehr. Aber ich will nicht bei den Bandings landen. Das ist super gefährlich. Bleibt noch nichts anderes übrig. Was hier so ankommt, ist Kinderkram. Absolut. Das ist wirklich nicht gefährlich. Naja, was soll's. Vor allem, wenn die noch so einen großen Abstand dazwischen immer haben. Oh-oh. So, dann wacht mal kaputt. Na, du stehst da hinten aber echt toll. Oh nein, gut, Lord. Hoch, 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 hoch. Die Infestation's overwhelmed another settlement. There's no stopping this thing. Ja, ja, stell dich mal nicht so an. Wir machen das jetzt hier mal kurz kaputt und dann ist Schluss. Ich glaube, theoretisch könnte man das ganz schnell machen, indem man einfach alles zerstört. Mal eben schnell. Sollte nicht das Riesenproblem sein. Nur ich brauche da gerade Ewigkeiten für. Sir, Stedman says Dr. Hansen has locked herself in the lab. Alone. She's desperate to save her people. I'm worried about what she might do. There are no more Zerg left in that settlement. Wo sind die denn jetzt? Ich dachte, die haben noch irgendwas infiziert. Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, die Zerg hätte jetzt noch irgendwas infiziert. Haben sie scheinbar nicht. Yes, indeed. Greifen die uns an? Noch nicht. Scheinbar greifen die uns nicht an. Warning. Class 5 Biosignature detected converging on the command center. So, als nächstes kümmern wir uns mal eben hier um. Wir löschen mal erst alle Flugeinheiten aus und danach den Rest. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir sind gut abgegradet, die wahrscheinlich eher nicht. Die Masse macht's in dem Fall. Hau die mal kurz ab. Sir. The infested are closing in on a settlement to the north. So, damit hätten wir schon mal das geklärt. Und bevor die oben sich jetzt aufbauen, fliegen wir mal erst zurück. Und dann fliegen wir mal ganz fix dahin und werden das unterbinden. Weil ich habe darauf keinen Bock, dass die sich immer weiter ausbreiten. Repariert mal. Ich habe tatsächlich gleich keine Ressourcen mehr. Ungünstig. Sehr ungünstig. So, komm mal her hier. Hört mal auf, da abzubauen. Dann gehört ihr jetzt nämlich zur Gruppe Nummer 5 dazu, die jetzt hier alles reparieren darf. Ist das nicht schön? Kostet zwar ein bisschen Vespingas, aber ich glaube, das können wir verkraften. Auf geht's. Seid ihr eigentlich alle? Gruppe Nummer 6. Ah, ich habe noch zwei Vikings gebaut gehabt, scheinbar irgendwann. Ich baue noch mal zwei. Schadet bestimmt nicht. Diesmal kommen wir sogar rechtzeitig da an. Problem dürften wahrscheinlich nur wieder... Sind da Hydralisten bei? Nein, keine Hydralisten. Sehr gut. Solange da keine Hydralisten mit bei sind, sehe ich das sehr unproblematisch. Wenn alles was ankommt, platzt instant. Upgrades sind zwar noch nicht vollständig, aber schon mal... Okay, Upgrades sind vollständig ab jetzt.
Hauptsache die Brutlords sind weg, weil die machen immer die meisten Probleme. Und runter. Genau neben den Einheiten, ist gut. Runter. Das ist natürlich jetzt ganz toll, dass es extra da rumsteht. Das ist wunderschön. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Jetzt habe ich nämlich sehr, sehr, sehr viele Einheiten verloren. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, wir spammen einfach ein paar Marines. Ein paar hiervon. Ich meine, wir haben Ressourcen ohne Ende. Zumindest was Mineralien angeht. Haben dafür allerdings einen Großteil unserer Lufteinheiten gerade verloren. Ich glaube, die Hälfte ungefähr. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und das war's auch mit dem Vespien-Gas jetzt. Deswegen glaube ich einfach mal, dass ich jetzt erstmal alles auf den Kopf haue, was irgendwie an Mineralien zu entbehren ist für Bodeneinheiten. Die restlichen Flugeinheiten müssen halt überleben. Und dann gucken wir mal, dass wir das alles schnell mal eben ausschalten. Lass mir extrem viel Zeit. Aber das ist, glaube ich, verkraftbar. Wie sieht's mit Upgrades aus? Kann ich noch ein Upgrade machen? No. Wenn ich einmal... Ja, dann kann ich ein Upgrade noch machen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche. Moment. Bevor ich das Upgrade mache. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Das ist sinnvoller. Dann kann ich nämlich doch einen Medic bauen. Gott, zwei theoretisch, ja. Okay. Ich meine, wie viele Marines haben wir? Nicht viele. Wir können ein paar Antworten noch machen. Wir mal. Den Rest können wir nicht anfordern. Gut, dann ist das jetzt Gruppe Nummer 7. Die Medics sind Gruppe Nummer 8. Und die sind einfach voll unwichtig, weil die machen keinen Schaden. Außer die werden immer stärker. Habe ich nicht drauf geachtet. Werden die immer stärker? Ich hoffe nicht. Ist halt nur problematisch, wenn die mir entgegenkommen. Aber das kriegen wir auch schon irgendwie hin. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Sir, another settlement is being infested by the Zerg. Gruppe Nummer 8. Nein, 9, verdammt. Das ist 8. Und das ist 7. So, Gruppe Nummer 9, auf geht's. Gruppe Nummer 6 kommt hinterher. Beziehungsweise Gruppe Nummer 6 fliegt schon mal hier hin und löscht die ganzen Flugeinheiten aus. Das sollte, glaube ich, sehr gut sein. Währenddessen ihr hier jetzt einfach mal schnell hier durchrennt. Auf direktestem Wege. Und den Rest dann aufräumt. Bevor die überhaupt Probleme machen. Und da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Die Brutlords müssen halt weg, weil vor denen habe ich am meisten Angst. Ich möchte jetzt nicht unbedingt hier was mit Brutlords zu tun haben. Upgrade sind wir teilweise. Zwar nicht wirklich gut, aber wir sind es zumindest ein bisschen. Dann brauche ich die Vikings nämlich gar nicht mehr landen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Es wäre jetzt auch sinnvoll, wenn ihr nicht die Dinge abschießen würdet, sondern das da. Wunderbar. Schon besser. Gut, als nächstes. Ich muss dahin. Habe ich noch so einen komischen Predator? Ne, ich habe keinen Predator mehr. Oh. Wobei, ich wollte gerade sagen, der kommt nicht hier lang. Nein. Vikings, sammelt euch mal kurz hier, während die WBS sich in waghalsiger Selbstaktion jetzt opfern werden. Und ich kurz sehe, was da ist. Und das gefällt mir nicht. Ich sehe hier Vespien-Gas. Warum ist da Vespien-Gas? Willst du da landen? Jo. Das ist ja schön.
Wir haben wieder Vespingas. Okay, das ist nicht viel, aber kann Vikings davon bauen. Oder Upgrades machen. Okay, wir machen keine Vikings. Wir machen das Upgrade. Nicht das da, sondern das da. Die Marines sollten am besten einiges aushalten. Wie sieht's hier aus? Kein Problem, oder? Nö. Kein Problem. Dann alle mal bitte sammeln und wir werden jetzt hier hinten ein bisschen Spaß haben, glaube ich. Wir holen noch mal kurz die Feuerfresse dazu. So. Und dann wollen wir mal. Ich bin misstrauisch, aber es könnte klappen. Wenn es nicht klappt, haben wir ein Problem. Wir können natürlich noch weitere Marines in Auftrag geben. Sicherheitshalber. Und die hier noch mit in die Gruppe aufnehmen. Warum sind die nicht in der Gruppe drin? Bin ja jetzt mal gespannt, was da jetzt passiert. Entweder ich verliere jetzt alles und die Mission ist so gut wie gescheitert, weil ich keine Ressourcen habe. Oder wir haben Glück. Bin unschlüssig. Könnte voll nach hinten losgehen jetzt. Aber wir probieren es einfach mal. Ich meine, wenn wir ein paar verlieren, ist es nicht ganz so dramatisch. Solange da keine Bootlos in der Nähe sind, ist es auch nicht so schlimm.